Warum schwimmen eigentlich Schwimmflügel? Hallo, ich bin Jense Christ. Und diese Frage möchte ich jetzt zusammen mit euch und zusammen mit Nela untersuchen und bin da in ihrer Welt auf ihrer Internetseite. Und das ist die erste Geschichte und Mela und Robin im Freibad. darum geht's, dass die beiden im Freibad sind und da kommt dann halt zum Schluss diese Frage. Vielleicht habe ich schon zu viel verraten, aber hören wir uns doch mal die Geschichte an. Mela und Robin im Freibad. Es ist heiß. Mela und Robin genießen einen Tag im Freibad. Robin tobt im Wasser herum, während Mela am Beckenrand Erdbeereis schlägt. Sie beobachtet ihren Bruder und sieht, wie er einen Bauchklatscher vom Sprungbrett macht. Ui, das hat wehgetan. Denkt sie und schlendert gemütlich weiter. Nela! Ruft Robin, der zum Beckenrand getaucht ist. Nela dreht ihren Kopf zu Robin, läuft weiter und landet rums im dicken Bauch des Bademeisters. Ups, wer schmiert mir denn da das kalte Eis auf den Bauch? Oh, mein schönes Eis! Jammert sie und rennt schnell weg. Nela, warte! Ruft Robin, der alles beobachtet hat und in der Zwischenzeit aus dem Becken geklettert ist. Nela bleibt stehen und wartet auf ihren Bruder. Und war der Bademeister sauer? Nein, aber mein Eis schmeckt mir jetzt nicht mehr. Das riecht nach Bademeister. Riecht der Bademeister etwa nicht gut? Robin lacht sich schlapp. Sehr lustig. Als Robin sich wieder beruhigt hat, sagt er: Dann wirf dein Eispack und komm mit ins Wasser. Oh ja. Schnell wirft Nela ihr Eis in den nächsten Abfalleimer. Vergiss deine Schwimmflügel nicht. Auch immer diese doofen Schwimmflügel. Ich kann das schon schwimmen. Du bekommst Ärger, wenn Mama sieht, dass du ohne Schwimmflügel im Wasser bist. Du bist aber nicht Mama. Beschwert sie sich und grummelt vor sich hin. Dann überlegt sie kurz, zieht schnell die Schwimmflügel über ihre Arme und flitzt zum Schwimmbecken. Gemeinsam mit Robin springt sie vergnügt ins tiefe Wasser. Warum brauche ich Schwimmflügel, wenn ich noch nicht schwimmen kann? Welche Antwort ist hier wohl richtig? Kannst du mir helfen? Dann klicke auf den Kasten vor der richtigen Antwort. Mit Schwimmflügeln bekommen die Arme so viel Auftrieb, dass mein Kopf über Wasser bleibt. Mit Schwimmflügeln kann ich fliegen. Wenn ich untergehe, nehme ich die Luft in den Schwimmflügeln zum Atmen. Ja, also mir gefällt ja hier die zweite Antwort am besten. Mit Schwimmflügeln kann ich fliegen. Haben wir alle schon erlebt. Wenn wir Schwimmflügel anziehen, dann können wir fliegen. Vielleicht, wenn wir Helium reintun. Oder wenn wir, ja, ach ja, ich finde es schön. Aber da hört ihr auch schon dran, dass es vielleicht nicht diese Antwort ist. Was haben wir denn hier noch? Wenn ich untergehe, nehme ich die Luft, um in den Schwimmflügeln um zu atmen. Ja, aber wir hoffen ja, dass man eigentlich nicht untergeht mit den Schwimmflügeln. Deswegen hört sich das auch nicht so richtig an. Und was haben wir hier? Mit Schwimmflügeln bekommen die Arme so viel Auftrieb, dass mein Kopf über Wasser bleibt. Das wird es wahrscheinlich sein. Wobei mich reizt es ja doch schon, hier zu schauen, was passiert, wenn ich klicke, mit Schwimmflügeln kann man fliegen. Also, gucken wir mal an. Das stimmt leider nicht. Schwimmflügel heißen zwar Flügel, aber fliegen kann man mit ihnen nicht. Geh ins Labor und finde dort die richtige Antwort. Also, fliegen kann man damit leider nicht. Na, dann, ich hätte jetzt auch gerne gehört, was hier beim Atmen gesagt wird. Naja, vielleicht ihr spielt das mal und wenn ihr das wissen wollt, können wir das mal machen. Obwohl, wir können hier, glaube ich, nochmal auf Frage. Frage. Warum brauche ich Schwimmflügel, wenn ich noch nicht schwimmen kann? Gute Welche Frage. Antwort ist hier wohl richtig?
Kannst du mir helfen? Ich versuch's. Dann klicke auf den Kasten vor der richtigen Antwort. Mit Schwimmflügeln bekommen die Arme so viel Auftrieb, dass mein Kopf über Wasser bleibt. Mit Schwimmflügeln kann ich fliegen. Wenn ich untergehe, nehme ich die Luft in den Schwimmflügeln zum Atmen. Also, das hier ist ja schon mal falsch, ne? Dann nehmen wir jetzt mal das. Das ist leider falsch. An die Luft im Schwimmflügel kommst du gar nicht ran. Im Labor findest du sicher die richtige Antwort. Da kommt man bestimmt doch irgendwie dran, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Kann man die Luft raussaugen wieder aus Schwimmflügeln? Naja. Also, die Antwort wird richtig sein, aber dann gehen wir doch mal in Labor. Labor? Und gucken uns mal an. Ja. Wie verhalten sich Luft und Sand im Wasser? Zwei Experimente. Warum schwimmt Luft? Und warum schwimmt Luft ist das für das Schwimmexperiment, glaube ich, das Bessere. Aber... Wie verhalten sich Luft und Sand im Wasser? Gucken wir doch erstmal das an. Wie verhalten sich Luft und Sand im Wasser? Das probieren wir jetzt mal aus. Für das Experiment brauchen wir eine durchsichtige Schüssel mit Wasser, ein Glas, Sand und einen Teelöffel. So, und wenn du das jetzt... Nimm dir zuerst das Glas und tauche es ganz gerade mit der Öffnung nach unten ins Wasser. Ja, und ich wollte sagen, wenn du das jetzt auch zu Hause machen willst, dann nimm dir doch so eine Schüssel, nimm dir ein Glas und ein bisschen Sand und einen Löffel, bau das auf, stopp das Video, solange du die Sachen holen musst. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du ja erstmal das Glas nehmen und in das Wasser stülpen. Und wenn du jetzt soweit bist, dann kannst du Stopp drücken und gucken, was passiert, wenn ich das mache, ob das gleiche passiert. Also, Glas nehmen, ins Wasser tippen. Wir haben gesehen, der Wasserstand, der steigt, ne? Bei euch wahrscheinlich auch und hier auch. Was passiert, wenn du es ein bisschen kippst? Klicke dafür auf den Pfeil. Okay, wenn man jetzt hier kippt, dann müsste ja der Wasserstand wieder runtergehen, weil wahrscheinlich die Luft in das Glas reinkommt. Stell das Glas wieder weg. Okay. Wasser ist jetzt gar nicht gestiegen, oder? Habe ich das nicht gesehen? Naja. Nimm nun den Löffel und fülle ihn mit Sand. Okay. Jetzt gibst du den Sand in die Schüssel. Na, damit haben wir aber jetzt nicht gerechnet, oder? Was ist hier passiert? Gute Frage. Das leere Glas war in Wirklichkeit nicht leer. Es war mit Luft gefüllt. Du hast die Luft unter das Wasser gedrückt und eingesperrt. Erst als du das Glas gekippt hast, konnte sich die Luft befreien und nach oben blubbern. Denn Luft will immer nach oben. Beim Sand ist das anders. Der geht sofort unter. Ja, warum will Luft nach oben? Möchtest du dieses Experiment noch einmal machen oder möchtest du zurück zum Labor? Gehen wir zurück zum Labor. Aber die Frage ist ja wirklich, warum will Luft nach oben und Sand nach unten? Warum schwimmt Luft? Genau, das ist eine interessante Frage, ne? Schauen wir mal an. Warum schwimmt Luft? Na, dann wollen wir mal loslegen. Wir brauchen eine Waage. Schwupps, da ist sie. Drei Gläser, Wasser, etwas Sand und einen Teelöffel. Aha. Schnapp dir den Krug und fülle das linke Glas mit Wasser. So, und jetzt kannst du wieder stoppen und dir die Sachen holen. Den Sand hast du ja noch.
Und die Waage muss ich irgendwie suchen. Drei Gläser und so eine Kanne voll Wasser. Und wenn du das gemacht hast, kannst du ja wieder weitermachen. Und wir sollen jetzt das linke Glas hier mit Wasser füllen. Wie machen wir es? Wie machen wir das denn? Tja. Würde ich ja gerne machen. Wenn ich wüsste, wie. Hallo? Ich scheitere jetzt hier dran. Das ist ja ein bisschen blöd. Also das linke Glas ist das hier. Und wie kriegen wir das jetzt gefüllt? Man nehme die Kanne. Die muss so gekippt werden. Wie kriegen wir die denn jetzt gekippt? Ich hoffe, dass du, oder wenn du das jetzt in realen Leben machst, besser mit zurecht weißt. Aber ja. Komisch. Wie kriege ich denn das gekippt? Hilfe. Hilf! Schnapp dir den Krug und fülle das linke Glas mit Wasser. Ja. Hilfe! Genau. Ich schnapp mir den Krug und fülle das linke Glas mit Wasser. Ach. Ja, das ist interessant. Weiter oben. Was kann man denn sonst noch hier so machen mit dem Krug? Und wenn ich das nicht schaffe, wie schaffen das Kinder? Ah, so geht das. Ja. Nimm den Löffel und fülle das mittlere Glas mit der gleichen Menge Sand. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt besser hinkriege. ja. Ja. Mit der gleichen Menge, ne? So, ist ja jetzt die gleiche Menge, Das dritte Glas bleibt leer. Da ist nur Luft drin. ne? Okay. Jetzt stehen hier drei Gläser. Die sollst du wiegen. Stelle sie dafür nacheinander mit der Maus auf die Waage. Wiege sie und stelle sie wieder zurück. Merke dir, welches Glas am leichtesten und welches am schwersten ist. Na, was meint ihr, was ist denn wohl am leichtesten? Ich vermute ja mal hier das Glas mit Luft. Luft ist ja sehr leicht, ne? So, hier irgendwie da. Dann nehmen wir jetzt mal ein schweres Glas und ich glaube, das ist das Glas mit Wasser. Es ist dann da, die Luft war hier und da ist das Wasser. Und dann nehmen wir jetzt mal den Sand. Ich glaube, der ist noch schwerer. Ja,
Bisschen schwerer als das Wasser, glaube ich. Welches Glas war das leichteste? Klick drauf. Na, was habe ich denn gesagt? Klasse! Welches Glas war denn jetzt das schwerste? Sand oder Wasser? Weißt du's noch? Dann klicke auf das Glas, das am schwersten war. Ja, der Sand. Prima! Nun fehlt nur noch ein Glas in der Reihe. Klicke es an. Na, nehmen wir mal das Wasser, ne? Klasse! Du hast alle Gläser gewogen. Das leere Glas war das leichteste. Da war ja auch nur Luft drin. Luft ist also leichter als Wasser. Das Glas mit Sand war am schwersten. Vergleicht man den Inhalt von gleich großen Gläsern miteinander, entscheidet das Gewicht über die sogenannte Dichte. In unserem Fall hatte die Luft die geringste Dichte und der Sand die höchste Dichte. Merke dir, im Wasser heißt's, hohe Dichte sinkt, niedrige Dichte schwimmt. Schau doch später noch unter Was ist Dichte nach. Da wird dir das mit der Dichte sicher noch klarer. Möchtest du dieses Experiment noch einmal machen oder möchtest du zurück zum Labor? So, und der hat jetzt hier gesagt, wir sollen auch noch in der Warte mal. Erklärung? Erklärung, war das hier? Du hast alle Gläser gewogen. Nee, zurück. Ah, da ist was ist. Also, dann gucken wir jetzt hier. In was ist? So, was ist die Dichte? Was ist Dichte? Was ist Dichte? Boah, das ist echt kompliziert. Im Experiment haben wir gelernt, im Wasser heißt's, hohe Dichte sinkt, niedrige Dichte schwimmt. Zum Beispiel dieses große Schiff. Es ist furchtbar schwer, geht aber nicht unter. Unser kleiner Stein dagegen, plumps, schon im Wasser versunken. Ist das nicht komisch? Das Besondere am Schiff ist die tolle Form. In den Bauch passt nämlich ganz viel Luft hinein. Diese leichte Luft sorgt dafür, dass die Dichte eines Schiffs gar nicht so hoch ist. Aber wehe, wenn das Schiff mit Wasser vollläuft, es würde sofort sinken. An Nela kann ich dir das auch gut erklären. Wenn Nela ohne Schwimmflügel ins Wasser fällt, dann schwimmt sie auch. Das hättest du nicht gedacht, nicht wahr? Nelas Dichte ist gar nicht so hoch. Sie ist der Dichte des Wassers sogar sehr ähnlich. Das kannst du hier schön sehen. Eine mit Wasser gefüllte Nela ist ungefähr genauso schwer wie die echte Nela. Warum ist das so? Ein Mensch besteht aus viel Wasser. Er hat zwar auch noch schwere Knochen, aber auch jede Menge leichte Luft in der Lunge. Sicher hast du dich schon gefragt, warum man denn dann eigentlich Schwimmflügel braucht, wenn man noch nicht schwimmen kann. Leider ist es so, dass Nelas Kopf schnell unter Wasser geraten kann. Das würde dazu führen, dass sich ihre Lungen langsam mit Wasser füllen. Das wäre schlimm, denn dann würde Nelas Dichte zunehmen und sie würde tatsächlich sinken. Schwimmflügel sorgen dafür, dass Nelas Kopf immer über Wasser bleibt und sich ihre Lunge nicht mit Wasser füllt. Interessant gemacht, interessant erklärt. Gefällt mir. Ups. Was? So. Was ist Auftrieb? Was ist Auftrieb? Auftrieb müsst ihr euch so vorstellen. Das Wasser besteht aus vielen, vielen kleinen Wasserteilchen, die nur ungern Platz machen. Sie drücken mit aller Kraft gegen das, was ins Wasser fällt. Genau diese Kraft der Wasserteilchen ist der Auftrieb. Die Wasserteilchen sind so stark, dass ein Schwimmflügel nicht sinken kann. Bei einem Stein sieht das anders aus. Die Kraft der Wasserteilchen reicht nicht aus, den Stein oben zu halten.
Die Erdanziehungskraft ist zu groß. Merke dir, ist die Erdanziehungskraft größer als der Auftrieb, dann gehen Dinge im Wasser unter. Ja, vielleicht sollte man noch sagen, etwas schwimmt, wenn es genauso viel Wasser verdrängt, wie es wiegt. Also wenn etwas so, also wenn ein Schiff genauso viel Wasser, Gewicht an Wasser verdrängt, wie es wiegt, dann schwimmt es. Dann schwimmen halt Gegenstände. Wenn das Gewicht des verdrängten Wassers dem Gewicht des verdrängten Schiffes oder sowas entspricht. Sollte das Schiff schwerer sein als das verdrängte Wasser, dann geht ein Schiff unter. Aber da auch noch viel Wasser verdrängt wird durch Luft, gibt es einen Auftrieb. Ja, also heute haben wir gelernt, warum Schwimmvögel schwimmen und warum Nele schwimmt. Und das mit den Menschen, der ja eigentlich auch Auftrieb hat, weil er zu großen Teilen aus Wasser besteht auch, fand ich auch sehr interessant. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also mal neue Erdanziehungskraft angucken. Hat aber jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Naja, aber wo wir schon mal dabei sind, so als letzten Bonus. Was ist Erdanziehungskraft? Die Erde zieht alles zu sich hin. Diese Kraft nach unten nennt man Erdanziehungskraft. Und nur wegen dieser Anziehungskraft können Dinge überhaupt im Wasser untergehen. Ja, haben Sie doch noch die Kurve zu Wasser bekommen. Ja, aber was genau Erdanziehungskraft ist, haben die jetzt gar nicht so erklärt. Naja. Vielleicht erklären wir das irgendwann anders mal. Ja, ja, ich finde es schön. Hat mir gut gefallen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt das doch mal in den Kommentaren. Und wenn ihr selber das mal entdecken wollt, dann geht auf nelas-welt.de und da könnt ihr noch weitere Geschichten euch anhören. Was wir irgendwann auch noch mal vielleicht mal machen. Geschichte. Je nachdem. Nela und Robin. Stopp. Je nachdem, wie euch das gefallen hat. Geschichten. Weil hier gibt's ja noch einige andere. Sand. Ja. Ach, ja. Mal gucken. Und vielleicht spielen wir zusammen dann noch mal Spiele. Oh, naja. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch Gottes Segen.